Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch ja von zwei Upgrades diesem Jahr erzählt. Man hat dazugelernt im Gärtnereibereich. Ein Upgrade war ja die Wassertonne, diese größere, bessere, befüllbare. Und ein weiterer Punkt ist die Belüftung hier in diesem Gewächshaus. Ich habe das ja letztes Jahr zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Ich habe hier unten so kleine Fenster mit drin, die kann man so hochziehen von außen. Super praktisch, sechs Stück auch mit dabei. Aber was mir einfach aufgefallen ist, hier oben drin staut sich die Hitze. Und ich werde zusehen, dass ich hier jetzt ein kleines Fenster mit einbringe. Ich werde das auf ganz einfacher Basis machen, dass es sogar ein Laie auf und zu kriegt. Bei den Glasgewächshäusern sind ja meistens solche Fenster, Klappfenster mit oben drin. Und ich werde zusehen, dass ich hier was ganz Einfaches bastel. Schaut euch das mal mit an. Auf jeden Fall wird es sich dieses Jahr lohnen, denn hier kann oben definitiv die Wärme besser entweichen. Wir haben jetzt draußen 15 Grad. Das Ding ist ziemlich warm. Ich habe es jetzt aufgemacht, Durchzug mit drin, aber ich möchte es nicht immer hinten und vorne komplett öffnen müssen und die Wärme soll einfach oben auch ein bisschen abziehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Beitrag. Der allererste Punkt, erstmal ein bisschen reinigen, damit wir später besser kleben können und mit den Klebebändern arbeiten können. Ich habe mich jetzt hier für den Bereich entschieden, letzte Vorreinigung hat sich gelohnt, wie ihr seht. Hier ist kein bisschen Dreck sichtbar. Ich habe das ja beim letzten Mal schon mit Salbei komplett ausgesprüht, mit Salbei-Tee. Super sauber. Dann beginnen wir jetzt erstmal hier mit dem Anzeichnen. Da ich 2 Meter Bänder habe, Klettbänder, werde ich jetzt hier erstmal mit dieser kleinen Schablone zusehen. Ich möchte das Fenster so weit wie möglich oben setzen, da hier die Wärme dann am besten abziehen kann. Wir gehen aber ein bisschen weiter rüber. So, der Ausschnitt ist angezeichnet. 30, 80, 30. Das werde ich jetzt erstmal sauber auftrennen. Oder halt, ich könnte es vorher schon mal ein bisschen abkleben. Das ist eine gute Idee. Bevor die Frage kommt, ich habe hier so ein Allwetter-Tape. Das ist UV-beständig, hitzebeständig. Denn wenn hier die Hitze drauf knallt, wisst ihr genauso, viele Klebebänder werden wegschmelzen und es hält sich einfach nicht. Ich werde jetzt im nächsten Schritt einfach mal hier das Tape schon mal über die Schnittflächen abkleben. Das bringt mir vor dem Schnitt schon ein bisschen mehr Stabilität. Das ist mir einfach ein bisschen lieber. Perfekt, die erste Runde ist abgetaped. Dann beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Schnitt. Oder lassen wir das erstmal noch ein bisschen anziehen. Ach, was meint ihr? Wir schneiden jetzt hier einmal vorsichtig entlang. Der erste Schnitt kann beginnen. Jetzt ist alles zu spät. Ja, das hat sich definitiv gelohnt, vorher abzutapen. Komisches Gefühl, wenn man irgendwie so das Gewächshausdach aufschneidet. Aber da wir einen Plan haben,
Ihr kann es in Zukunft die Hitze abweichen. Ich merke es auch jetzt gleich schon. Perfekt. Hier wird jetzt noch ein zweiter Streifen Tape drüber gegeben und dann beginne ich mit den anderen Verbindungen. Der Plan sieht wie folgt aus. Ich werde jetzt hier auch mal noch ein bisschen Tape mit dran geben, damit wir unsere Verbindungs- und Klebefläche so ein bisschen verlängern. Und auf dieser Lasche, da können wir nachher die Klettverbindung anbringen. Naja, vielleicht wäre es schlauer gewesen, von der anderen Seite erst zu kleben. Aber wir probieren das jetzt auch mal andersrum. Und wächst hier mit seinen Aufgaben. Schön zusammenpressen, damit sich das alles so ein bisschen verbindet. Obwohl ich einen Plan hatte, wie das alles funktioniert, war es ein seltsames Gefühl, so irgendwie das Dach hier so aufzuschneiden vom Gewächshaus. Ihr seht jetzt schon mal den nächsten Schritt vom Werk. Ich habe überall jetzt dieses Klebeband mit angebracht, was UV- und hitzebeständig ist. Jetzt überlappt das alles richtig schön. Jetzt habe ich hier so ein richtig schönes Futter, um hier meine kleinen Klettverbinder mit einzubringen. Klettverschlüsse. Ich habe erst mal mit dem Gedanken gespielt, hier noch ein Fliegengitter mit zu integrieren. Eigentlich ist es nicht notwendig. Ein Vogel wird sich hier nicht direkt rein verirren und drin rumfliegen. Und die Fliegen und die anderen Tiere schaden meinen Pflanzen eigentlich auch nicht so groß. Vielleicht sehe ich hier gleich noch einen kleinen Klebestreifen zusätzlich mit vor, dass ich hier dann noch mal ein Fliegengitter mit einbringen kann und am Rand dann außen den Klett. Da mache ich mir jetzt nochmal Gedanken zu. Ich denke mal, ich werde erstmal den Fliegengitterstreifen zusätzlich mit einbringen. Dann kann ich immer noch hier das Fliegengitter mit dran machen. Falls ich dann draußen dann doch mal ein paar Fliegensorten habe, weiße Fliegen oder so, die man jetzt nicht unbedingt hier drin haben möchte. Ich werde das einfach so machen, dass ich innen drin den Streifen anbringe. Dann habe ich die restliche Fläche für den Klett und hier drin könnte ich noch eben eins drüber hängen. Ist auch eine Überlegung wert. Wir sehen jetzt beides vor. Doppelt. Dann habe ich später beide Optionen. Haben wir das ganze Kunstwerk. Sieht in der Timelapse natürlich super schön schnell und kurz aus. Ich habe mir jetzt die 10 Minuten mehr Zeit genommen, damit das auch wirklich perfekt ist. Gut, ja, auf die Kante, das ist nicht so perfekt, aber es ist schön entspannt geklebt. Hier habe ich die zweite Schicht. Ich habe mir jetzt doch dazu entschieden, noch mal innen drin so einen kleinen Zusatzstreifen mit reinzusetzen. Falls man doch mal noch das Fliegengitter anbringen möchte, dann ist mir im Nachhinein aber auch eingefallen, im Großen und Ganzen, ich habe jetzt hier überall die Häkchen mit dran gemacht.
und habe hier unten das wattierte Weiche. Somit kann ich eigentlich die ganze Fläche jetzt oben fürs Fliegengitter mitnutzen, wenn man es dann doch mal irgendwie verschließen möchte. Dann machen wir jetzt einfach mal die Probe aufs Exempel. Heute ist es ziemlich warm, da ist es natürlich mit der Spannung auf dem Gewebe alles ein bisschen anders. Aber wir probieren das jetzt mal. Perfekt. Voll und ganz ein Zweck. Das lassen wir jetzt alles noch so ein bisschen festziehen. Dieser Kleber, der wird sich noch richtig schön mit dieser Folie verbinden. Über so einen gewissen Zeitraum. Aber dafür, dass ich am Anfang so ein komisches Gefühl hatte, muss ich sagen, ja, 1A, funktioniert. Preiswerte Dachöffnung reingebastelt. Somit wird es im Gewächshaus nicht so heiß und die Gefahr sinkt, dass die Tomaten kaputt gehen. Eine kleine Sache noch zu dem Thema, wenn ihr euch das selber auch nachbastelt. Ihr seht ja jetzt, dass ich hier diese Überlappung habe. Außen schön, dass es überlappt. Dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass hier irgendwie dann unnötige Feuchtigkeit oder Regen mit reinkommt. Darf ich vorstellen, die Gewächshaus-Security. DIY-Projekt, Foliengewächshaus, Belüftung abgeschlossen, erfolgreich. Wie ihr gesehen habt, mit ganz einfachen Mitteln. Viele von euch werden mit dem Thema auch konfrontiert sein. Das wäre eine Lösungsvariante. Ich hoffe, dass diese verklebten Klötze jetzt hier richtig schön gut lange halten. Ich lasse das jetzt erstmal ohne Spannung einfach so ein bisschen festziehen. Und dann wird sich zeigen, ob sich das so für die Saison lohnt. Ich kann direkt jetzt schon ein Fazit zu dieser Luke machen, zu dieser Dachluke. Es sind jetzt schon einige Grad weniger drin, weil die Hitze gut echt nach oben wegsteigt und die Tomaten werden es mir diese Saison auch danken. Danke, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Hallo allen Neulingen erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit mal so ein paar Lösungsansätze vorschlagen. Das wird für mich jetzt eine sehr gute Lösung sein mit der Hitze im Foliengewächshaus. Viele haben ja ein Foliengewächshaus. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet und mich noch nicht abonniert habt, ihr könnt mich kostenlos abonnieren. Hier gibt es wie immer einen Videovorschlag für euch. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns die Tage.